Ich versuche es. Das ist viel zu einfach. Oh nein. Oh nein. Was ist denn? Es sind zu viele. Die töten ihn. Oh, Herr im Himmel. Halt! Was bringt es, ihn zu warnen? Es gibt keinen Ausweg. Hey, wie sieht's da oben aus? Sag sie. Sie haben dich umzingelt. Hundert. Wenigstens bist du ehrlich zu mir, Mann. Tut mir leid, Nicky. Für das hier. Und auch die Sache am Checkpoint. Das ist Krieg, Jason. Sowas passiert. Geh out. Eben, noch haben sie mich. Noch kann er Dynamit legen. Ich kann es ja nicht sehen. Das hat mir so lang. Sprengstoff platziert. Und ich muss jedes Mal diese Herzklopfen machen. Komm zurück. Ja. Okay. Ich hab gedrückt. Das war eben auch mit dem Herzschlag. Ich hab gedrückt, aber es hat mich ignoriert. Alea hat ihn umgebracht. Alea hat ihn umgebracht. Du hast schon 7 Leute umgebracht. Ja, du schon 2. Zeit zu gehen. Na, du hast jetzt schon mehr auf dem Gewissen. Ja, Aliens ja, auf jeden Fall.
Nick, antworte verdammt! Komm schon, Bruder, sag was! Tut mir leid. Er war der Einzige, der meine blutverschmierten Haare mochte. Scham. Ich höre dich! Deine Position? Bin 200 Meter vorm Ausgang. Kurs 320. Bin verletzt. Ich brauche Hilfe. Wunden. Bist du schuld? Nee. Hey, hey, hörst du mir zu? Zeit kann eine Menge passieren. Nick, ich brauch dich hier. Oh. Jetzt ist er tot. Ich muss gerade mal. Jetzt ist es egal, wenn wir drüber laufen oder was. Wo zur Hölle ist Salim? Der Sprengstoff hat's echt gebracht. Sieht aus, als ob hier gleich alles einstürzt. Salim! Er lebt noch! Salim, komm schon! Hörst du mich? Bin umzingelt. Ich stecke in der Klemme. Vampire. So viele Vampire. Vampire. Ich gehe. Salim gehört zu uns. Marines, lass niemanden zurück. Genau. Hörst du mich, Salim? Falls ich es nicht schaffe, sag meinem Sohn, ich habe alles versucht. Sag's ihm selbst. Ich komm dich holen. Genau, so sind wir. Helden des Alltags. Alltag. Ich warte auf einen anderen Spieler, du wartest auf einen anderen Spieler. Du willst wohl auch Spaß haben. Yeah.
Jason! Oh, cool. Das war ein cooler Move hier. Alle, gut gemacht. Hast du das Ding gerade ernsthaft zu mir geschossen? Oh, Errungenschaft Slayer. Hab ich. Verschwinden wir. Aber ich ende auch hier nochmal die Folge. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. So, hallo und willkommen. Wir sind auf dem Weg wieder zu Semper Fi freigeschaltet. Aha. Slayer. Ich wusste, dass du es schaffst. Mein Sohn wartet auf mich. Keine böse Macht wird verhindern, dass ich ihn wiedersehe. Genau. Hört zu. Wir sind noch nicht in Sicherheit. Aber ihr, so wie ihr seid die Besten. Ach was, die Besten der Besten. Wir schaffen's nach Hause. Genau. Hurra! Und sie wäscht sich die Haare. Vielleicht den Rest auch. Oder? Ja, Das war so eine blöde Mimik. Hurra! Hier lang, schnell! Ob wir zu dritt die Seile auch hochkommen? Ja, klar. Jetzt guck da wieder. Los, Lieutenant! Bei meinen blutverschmierten Haaren. Kletter, Mann! Mach mir den Klettermaxe. Mit? Shit! Das ist aber ein Lauf, ne? Verdammt! Ich hätte sie nie gehen lassen sollen. Genau. Sie wollte wohl einfach nicht tot bleiben. Ach, das war sie. Ich dachte, das wäre ein Kerl. Nein. Das war sie. Ups. Da irgendwas gesehen. Siehst du? Deine Freundin. Unter Clarice? Abschneiden. Sie sind hinter uns her, du musst das Seil kappen! Nicht das Seil! Das Seil unter dir! Oh!
Tschüss. Sei gelobt! Da! Da geht es raus! Was sagtest du? Ich hab dich noch nicht gerettet. Wir leben. Verdammt, wir leben. Hier spricht Mailman 2-1 Actual an Coyote 2. Funkcheck. Over. Hier spricht Coyote 2. Bestätige. Evac wird vorbereitet. Ankunft in 5 Stunden. Warten. Over. Chillen wir noch 5 Stunden in der Sonne, Papa. Eben, chill mal live. Improvisation führt zum Sieg. Wir haben es echt geschafft. Dieser. Nein, nicht nochmal. Meet. Dann müssen wir bei der. Rein da! Dann müssen wir drüben jetzt sein. Nein! Wenn wir hier bleiben. Alea, wann musst du am Abholplatz sein? 10 vor 10. Abwehr vorbereiten! Okay. Sofort alles abriegeln! Das schaffen wir noch. Ja. So eine Finsternis! Weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung davon! Das ist Helve. Kontakt! Es sind viel zu viele! Moni, fast leer! Es muss einen Ausweg geben! Okay. Wo sind die Kugeln? Schaff doch. Muss eben reichen. Weil sie die ballern und er steht da mit dem Stemmeisen so. Moni, fast leer!
Gibt es nichts Besseres zu sagen? Muni fast leer. Feuerwerk? Sonst nichts? Keine Munition? Scheiße! Muss eben reichen. Es war mir eine Freude. Und eine Ehre, mit ihm dienen zu dürfen. Das war wohl nix. Voll Aufschlitz. Ja, macht Licht, oder? Und Licht haben die Typen ja ein Problem mit. Ist ja ganz schön brutal ran, Alea. Komm, drück, Alea, drück! Es war mir eine Freude. Und eine Ehre.
Luft unterschützen, Alea. Die Luft unterschützen. Meine Entscheidung, die Luft unterschützen. Ich hab sie dazu geraten. Ja, ich hab sie entschieden. Ein herrlicher Anblick. Oder mich, Dirk ist gar nicht online. So wunderschön. Dusche, ich komme. Echt jetzt? Ja, wir haben es geschafft. Drei diesmal, statt nur zwei. Ich sag mal, der eine Tod, der war auch sehr ehrenhaft. Also, hör auf, das würde ich dem Spiel noch zutrauen. Das stimmt wohl. Ich muss zu meinem Sohn. Schon wieder? Wie wär's, wenn du zu einer Höhle gehst? Ein Souvenir. Salim, warte. Viel Glück, Bruder. Sag Zane herzlichen Glückwunsch von mir. Danke, Jason. Leb wohl, mein Freund. Es geht eher in die gleißende Sonne und zerfällt in Staub. Ja. Höhle. Ah, noch eine Errungenschaft gekriegt. Kannst du nur nicht sehen. Mailman 2-1 Actual. Hab euch im Blick. Bereit zur Evac. Auf. Hat überlebt.
Na, ich hab doch gesagt, wir spielen es heute durch. Aber auch nur, weil du den umgebracht hast. Sagen können, er bricht vorher ab, dann hätten wir vielleicht das Ende nicht geschafft, man weiß es nicht genau. Vielleicht haben wir es nur geschafft, weil er diesen Einsatz gezeigt hat. Wir wissen es nicht. Die jetzt noch stehen, die standen frei und diese fielen frei. Nicht schlecht. Einige Schützlinge kehrten ans Licht zurück, andere blieben in der Dunkelheit. Überleben ja. Hat oft einen hohen Preis. Nein. Einen Preis, den manchmal andere zahlen müssen. Genau. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Ich auch. Wähle ich nächstes Mal eine etwas wohligere Geschichte. Nein, bitte nicht. Aber nicht wieder Alien. Keine Alien-Geschichte, bitte. Doch was sie auch sein wird, der Abschied wird ihnen schwer fallen. Bis zum nächsten Mal. Sie kennen den Ausgang. Die hatten danach keinen Plan, was kommen wird. Nee, du siehst da schon ein Buch mit so einem Zirkel drauf. Einen ja, aber, Zirkel. Aber was Bestimmtes hatten die nicht einen Plan, die Kulisse und so, weil sonst würde das ja sagen. War bei den anderen zwei Teilen auch so. Okay, was kommt jetzt noch? Ach ja. So, Alea, lass den Rechner an. Bist spät dran und sieht scheiße aus. Ich hab einen Nachtflug hinter mir, was denkst du denn? Und guck, dass du deine Sachen jetzt packst. Guter Flug? Scheiß Film, scheiß Essen, null Bahnfreiheit. Musstest hinten sitzen? Neben den Klos. Oh, shit. Er musste neben den Klos sitzen. Der Kaffee war nicht übel. Echt leckere Muffin. Bericht gelesen? Auf dem Flug. Wie läuft es mit dem Analyseteam? Das ISG-Team erlitt Verluste, aber es war kein totaler Reinfall. Mussten nur ein paar vom Boden aufkratzen. Die Ärmsten. Und die Kreaturen? Sowas haben wir noch nie gesehen. Kolchak Jason, First Lieutenant, guck ich Marine jetzt. Force Recon. Beste der Besten, was? So wird er angepriesen. Wie oft soll ich Ihnen diese Geschichte denn noch erzählen? Ich verstehe. Aber SANCOM ist besorgt wegen der Norma-Fall. Welche? Die ganze Mission war nicht normal. Warum haben Sie sich denn mit dem Feind verbündet? Sie waren nicht da. Die haben uns massakriert. Mir war es scheißegal, wer es war. Wir brauchten jede Unterstützung. Genau. Ich bin durch die Hölle gegangen, um Salim zu helfen. Der Mann war 5 von ihrer Sorte wert. Semper Fee, scheiße nochmal. Semper Fee. Und Sergeant Kay? Nikki hat's nicht geschafft. Sie haben sich mit einem irakischen Soldaten verbündet? Republikanische Garde, falls man es glauben kann. Muss ja schwer Eindruck auf Kolchak gemacht haben, wenn er ihn gerettet hat. Bin gespannt, ihn zu treffen. Ich sage nichts mehr, solange ich nicht meinen Sohn sehen darf! So handhaben wir die Dinge hier nicht. Sie wissen gar nichts. Jason hat mich gerettet. Was sagt Ihnen das? Da unten war Ihr Scheißkrieg längst vorbei. Reden wir mehr über diese Kreaturen. Die Vampire. Es ist recht schwer zu glauben, dass Sie sie damit getötet haben. Lassen Sie mich frei. Dann zeige ich Ihnen, wie das geht. Das Analyseteam sichert noch Proben am Ort des Geschehens. Es war ein Gemetzel. Sie hatten Dynamit? Wir wissen nicht, woher sie es hatten. Na schade, seine Aussage hätte wertvoll sein können. Das ist ja wie damals mit Winterfold. Aha. Ah, und hier ist Colonel Eric King. Unser Genie vom Dienst. Mit sowas hat er wohl nicht gerechnet. Die waren verheiratet? Naja, nur noch auf dem Papier. Ist zu Tode gestürzt. Ja, das habe ich gelesen. Frag mich, ob da mehr dahinter steckt. Die Antwort ist mit ihm gestorben. Schuld daran ist Kalos. Es hielt den Tempel für Saddams Waffendepot. Beschissenes System. Das stimmt so nicht. Für uns war es ein großer Fund.
Glückstreffer. Ist das dein Verständnis von Glück? Tja, glauben Sie mir jetzt? Das ist Miller. Er wird Sie weiter befragen. Befragen? Ihre Prioritäten sind echt verdreht. Die Dinger sind noch da unten. Was unternehmen Sie dagegen? Um das zu besprechen, werden wir später noch Zeit haben. Vorerst sollten Sie sich glücklich schätzen, dass Sie noch am Leben sind. Es ist ein Wunder, dass Sie da unten überlebt haben. Ich habe gelernt, mich nur auf mich selbst zu verlassen. Ich war stärker als alle. Wir kommen bald wieder. Vor allem, sie hat immer noch das getrocknete Blut an sich. Na klar, bleibt es dabei. Guck, und da ist eine Dusche. Zumindest war es örtlich begrenzt. Ja, dieses Mal. Also, was hältst du von all dem? Das ist unwichtig. Es ist nur wichtig, den Informationsfluss zu kontrollieren. Die Weltöffentlichkeit wird nie davon erfahren. Natürlich. So, ich lasse mal die letzten Minuten weiterspielen. Ich mache schon mal die Kamera aus. Alea, du gehst schon mal auf. Ne? Guck, ja, dass du dich fertig machst. Ich mache mich parallel auch schon mal auf. Was sagst du? Ich pack gerade die letzten Sachen zusammen, die Mama mir noch gebracht hat. Okay. Dann kann ich nämlich schon mal die Zeit nutzen, meine Schuhe anziehen. Daran. Gummibärchen kannst du mir geben? Hast du hier noch einen? You want to know what it means to be a killer? Think of the most profound thing you've ever done. Ich hab das hier im Datum, das finde ich alles mit. The most beautiful thing you've ever created. And I promise you, ja, aber die haben nothing compared to watching the life bleed out of someone. To see the fear in their eyes. To feel them pawing at you for release. To hear them pleading, begging. That's true art. That's what you have to be, an artist. I've left my mark on the world. Have you? Tja, und natürlich die Aussicht auf den letzten Teil, The Devil in Me. Und da sieht man auch den umgedrehten Zirkel, den man auch auf dem Buch gesehen hat. Aber es steht ja so schön, Season 1 Final. Also es wird dann auch eine zweite Season demnach geben. Das will damit schon mal auch angekündigt sein. Und man darf gespannt sein, wie das so ist. Und Alea, wirklich, du gehst jetzt besser off und kommst runter. Und wenn ich hier noch das Ende moderiere. Natürlich werfen wir jetzt noch mal schnell einen Blick in die Sammelstücke. So, wir haben ein Bild nicht gefunden. Ein einziges. Nein! Doch, Alea, du musst rausgehen, sonst bist du nicht pünktlich unten. Das meine ich im Ernst. Ach, wir müssen um halb erst los. Nee, das ist zu knapp.
Denkst du? Ja, das denke ich wirklich. Okay. Da soll ich mal Koffer runtertragen. Ja, genau. Ich komme sofort. So, und wir haben, da ist ein Secret. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, 4 Secrets haben wir nicht gefunden. Das ist schade. Da waren wir echt knapp dran, alles zu finden. Guck jetzt gerade mal an die Extras. Weil ich glaube auch die. Guck ich mal. Ich meine, das waren 4 von dem gleichen Typ. Da müssten wir einen extra noch mehr freigeschaltet haben jetzt. Ne, wir sind alle freigeschaltet. Ah, cool. Alles ist freigeschaltet. Hat alle gereicht diesmal. Was ist freigeschaltet? Alle Extras sind freigeschaltet. Hat also gereicht diesmal. Ja, haben wir eine gute Leistung gemacht hier. Eric ignoriert das Funksignal von Nick, also der kann auf jeden Fall überleben. Warte, lass mich nochmal reingucken. Nee, die habe ich da rausgucken. Ah, Lea, geh doch einfach offline. Das muss jetzt nicht auf der Aufnahme mit drauf. So. Guck mal, also 2 habe ich jetzt das war einmal zu viel gedrückt. Scheiße. Sammelstücke noch mal rein. Also 1, 2, da unten ist noch 1, 3. Ah, oh, ist der blöd. So. Nee, das ist auch 1. Okay, das war nur so dunkel aus. Also 3 fehlen anscheinend nur. 38, nee, 4. Die 38, die 7, die 5 und die 2. Gut. Also, ist doch schon eine Leistung. So, also, wie gesagt, wir sind, also, wenn ich nochmal online bin, bin ich frühestens um 11 Uhr wieder online und ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall morgen zu Road to Eden um 6 Uhr. Ich wünsche auf jeden Fall euch einen schönen Restsamstag schon mal, falls wir uns nicht mehr sehen, und sag schon mal good night. Bis dann. Tschüss.